ihr schon in der Videobeschreibung gesehen habt, gibt es heute hier ein paar Infos. Also einmal auf jeden Fall zum 500 Abonnenten Special sozusagen. Ich habe vor, eine Verlosung zu machen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es mache. Ja, da überlege ich mir noch mal was. Auf jeden Fall werde ich mir heute und morgen da Gedanken drüber machen und werde euch dann die Tage vielleicht sogar ein Live-Video machen. Und dann werde ich mal viele, viele Sachen, die ich doppelt habe, die ich nicht gebrauchen kann, die ich, wie auch immer, einfach nicht benutzen werde und sie unbedingt haben musste, raussuchen. Und dann werde ich die alle hier schön auf meinem Tisch ausbreiten und werde die euch dann zeigen oder werde sie alle in eine Tüte oder einen Karton oder wie auch immer packen und werde die euch dann zeigen und werde euch dann mitteilen, wie ihr diese Sachen bekommen könnt. Genau, wie genau, wie gesagt, ich habe so zwei, drei Ideen und ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich mache. Ja, das ist die eine Info, die ich euch auf jeden Fall mitgeben wollte. Und ja, jetzt wollte ich einfach noch mal so ein bisschen erzählen, was so die letzte Zeit bei mir los war. Ich gucke manchmal nach unten, weil ich habe mir hier so einen Zettel gemacht, damit ich so ein bisschen den Überblick behalte und den Faden nicht so verliere. Genau, und jetzt erzähle ich mal so ein bisschen, was bei mir los war die letzten Wochen, warum ihr schon wieder so lange nichts von mir gehört habt und keine Videos kamen. Also als erstes hatte ich vielleicht in einem Video vorher erzählt, dass wir nach Italien gefahren sind. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und unser Sohn hat in Italien gearbeitet oder arbeitet immer noch dort. Und dann dachten wir, ja, wir haben 10. Hochzeitstag. Wir haben in unserer Ehe in den letzten 10 Jahren keine wirkliche Reise gemacht. Also wir haben zwar einen Campingplatz, das wisst ihr ja, dass wir da so ein Häuschen haben. Das habe ich ja schon mal gezeigt, wie das da so ausschaut. Und ja, da sind wir natürlich im Sommer öfter mal hingefahren und so, aber wir sind halt nie irgendwie wirklich in den Urlaub gefahren. Wir haben auch keine Hochzeitsreise gemacht und so. Und dann dachten wir, okay, wir verbinden das, wir besuchen den Sohn und verbinden es gleichzeitig damit, dass wir dann eben auch da ein paar schöne Tage noch für uns zu haben. Genau, das haben wir auch gemacht. Und ich denke, ich werde euch entweder jetzt oder am Ende des Videos auf jeden Fall mal ein paar Bilder und vielleicht auch ein kurzes Video. Ich habe ein Video gemacht am Gardasee mit der Drohne, was ganz schön ist. Werde euch da vielleicht mal so ein bisschen was einblenden. Ich weiß noch nicht, wie ich es beim Schneiden mache, ob ich es jetzt sofort mache oder ob ich es am Ende des Videos mache. Ja, wir hatten da eigentlich ganz schöne Tage und das Wetter war auch super. Also wir haben uns dann Venedig angeguckt und das war sehr überfüllt, aber trotzdem schön. Ja, als wir dann zurückgekommen sind, war leider schlagartig alles gar nicht mehr schön. Und zwar ist dann etwas nicht so Tolles passiert. Ich blende mal hier im Hintergrund ein paar Bilder ein, dann könnt ihr euch vielleicht schon was denken. Es ist auch ziemlich ruhig hier bei mir, was ja auch eher selten vorkam. Sonst habt ihr ja im Hintergrund immer was jaulen oder quietschen gehört. Das werdet ihr jetzt erstmal nicht mehr hören, weil ja, auf der Rückfahrt, wir haben sehr lange gebraucht für die Rückfahrt. Eigentlich sollten wir 9 Stunden brauchen, glaube ich. Wir sind morgens um 9 irgendwie losgefahren und sollten abends um 9 circa zu Hause sein, beziehungsweise bei meinen Eltern, um meinen Hund Spike abzuholen. Ja, und wir haben sehr viel Stau unterwegs gehabt und wir haben ab und an Pause gemacht, da mein Mann raucht und wir das Wohnmobil jetzt nicht vollqualmen wollten. Haben wir dann halt auch Pausen gemacht, um halt, damit mein Mann mal eine rauchen kann. Ja, und eine Stunde bevor wir bei meinen Eltern angekommen sind, ist mein Hund verstorben. Ja. Weiß nicht, ob das in den Videos so rüberkam, weil da habe ich ja ziemlich häufig mit ihm gemeckert und weil er immer gequietscht hat und dies und das und vielleicht kam das nicht so rüber, aber mein Hund war für mich ja so ein Kinderersatz. Ihr wisst vielleicht, dass ich ja keine eigenen Kinder habe und mein Mann hat 3 Söhne. Und der eine davon, der war schon mehr oder weniger aus dem Haus, als ich eingezogen bin. Der war nämlich schon 18. Und Daniel und Kevin, die waren halt noch kleiner. Kevin war 16 und Daniel war erst 12.
als ich in die Familie gekommen bin. Und Daniel und ich hatten eine doch enge Beziehung, möchte ich sagen. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Als er klein war, habe ich viel mit ihm unternommen. Als ich zum Beispiel, ich habe erst mit 30 meinen Führerschein gemacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meine kleine Schwester abgeholt und habe Daniel eingepackt und dann sind wir nach Berlin ins Tropical Island. Und naja, wir haben halt viele Sachen zusammen gemacht, sind auch mal zusammen alleine in Urlaub gefahren und so. Und Daniel war halt theoretisch wirklich wie mein Sohn, also so habe ich ihn zumindest gesehen. Und ihr wisst ja vielleicht, dass er vor 2 Jahren im Mai plötzlich verstorben ist. Und ja, vorher im Januar war unser erster Hund verstorben und ja, jetzt Spike. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal hat man ja so, erinnert ihr euch an diese Poesiealben, die man gekriegt hat in der Schule, die man dann ausfüllen musste? Und dann stand immer so Sachen wie mag ich nicht. Und irgendwie habe ich in letzter Zeit echt darüber nachgedacht. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, womit kannst du überhaupt nicht umgehen, dann würde ich tatsächlich sagen, der Tod. Also ich kann mit dem Tod echt schlecht umgehen. Ist für mich wirklich, wirklich schlimm, jemanden oder ja, ein Tier, wie auch immer, zu verlieren. Bei uns, Spike war halt einfach ein Familienmitglied und wo das jetzt alles so schnell hintereinander passiert ist, also was heißt schnell, 2 Jahre, aber trotzdem innerhalb von 2 Jahren, drei wirklich wichtige Bezugs, ja, Personen kann man ja jetzt nicht sagen, weil eins war halt eine Person, die beiden anderen waren halt Hunde. Ja, habe ich ganz schön dran zu knabbern, muss ich ehrlich sagen. Und das war auch der Grund, warum ich dann eine Woche quasi als Spike gestorben ist, habe ich es hier zu Hause nicht ausgehalten. Es war einfach zu ruhig überall. Wo man hingeguckt hat, hat man an diesen Hund gedacht und hat gedacht, so jetzt würde er das und das machen und jetzt würde er das und das und es war mir einfach alles zu viel und ich konnte es hier wirklich nicht aushalten. Dann bin ich eine Woche nach Dortmund zu meinen Freunden gefahren und bin eine Woche dort gewesen und habe da eben so ein paar Tage ja einfach abgeschaltet, um an was anderes zu denken und eben nicht immer in diesem Kopfkreislauf zu sein. Ja, und dann habe ich meine Freundin und ihre kleine Tochter mit zu uns genommen und die waren dann auch noch eine Woche bei uns. Ja, und so waren zack 3 Wochen rum und ihr habt 3 Wochen gar nichts von mir gehört. Ja, das war jetzt einfach mal so ein kurzer Zusammenschnitt, was so die letzten Wochen, Tage hier bei mir passiert ist. Wie gesagt, ich habe da noch ein bisschen dran zu kauen, aber natürlich soll dieser Kanal so lange, wie wir es noch dürfen, danke Artikel 13, soll der hier natürlich noch weiterlaufen und möchte hier natürlich auch noch aktiv bleiben. Und momentan bin ich gerade dabei, mir meine eigenen Videos anzugucken, weil gerade habe ich so ein bisschen so eine Blockade und mir fallen gar nicht so wirklich Sachen ein, die ich halt für euch machen könnte. Obwohl mein Zimmer hier vollgestopft ist mit Sachen und ich wirklich genug Möglichkeiten hätte, aber irgendwie fehlt immer so der letzte, wisst ihr? Genau, und deswegen bin ich dabei, mir meine eigenen Videos anzuschauen, weil ich in den Videos euch ganz, ganz viele Videos versprochen habe. Das kam mir heute Morgen so in den Kopf. Mensch, wenn du keine Ideen hast, du hast so viele Videos gemacht, wo du irgendwas versprochen hast, dass du damit ein Video machst. Jetzt guck dir doch einfach deine ganzen Videos mal an und dann schreibe ich mir jetzt alles auf, was ich an Videos so versprochen habe. Und dann habe ich mir vorgenommen, diese Liste so abzuarbeiten. Genau, am 13. Juli geht es dann auf nach Spanien und da werde ich, weiß ich nicht, wie lange unterwegs sein. Und ich werde versuchen, vorher einige Videos aufzunehmen und dass ihr in dieser Zeit, wo ich dann in Spanien bin, eben ein paar Videos zu sehen bekommt, die ich halt theoretisch vor, weiß ich nicht, wie langer Zeit versprochen habe. Genau, das ist das eine. Und ja, wenn ich dann aus Spanien zurück bin, dann werde ich natürlich mein Videomaterial, was ich dort gesammelt habe, dann zusammenschneiden und euch da auch ein Video draus machen. Da wird dann meine Freundin Ellen auch mit dabei sein. Also die wird auch mit zu sehen sein in dem Video, weil wir ja zusammen gehen und es wird schwierig sein, nur Videos zu machen, wo ich alleine bin. Genau, ja, ich denke,
Das war's soweit. In einem Live-Video hatten wir mal besprochen, dass, wenn ich 500 Abonnenten zusammen habe, ein Fan-Treffen stattfinden soll. Ich habe mir diesen Chatverlauf, der da während des Videos war, aber mal angeguckt, und theoretisch waren das eigentlich nur zwei Leute, die sich dieses Video, also die sich dieses Video, Quatsch, dieses Fan-Treffen gewünscht haben. Ja, und meine Frage ist jetzt theoretisch: Gibt es denn noch mehr außer diesen zwei Leuten, die gerne ein Fan-Treffen haben wollen würden? Wenn ja, dann würde ich mir etwas überlegen und einen, ja, Ort suchen, der ein bisschen zentral liegt von den Leuten, die sich ein Video wünschen. Also, wenn ihr euch ein, nicht ein Video, ein Fan-Treffen, mein Gott, ey. Wenn ihr euch ein Fan-Treffen wünscht, dann schreibt bitte unten in die Kommentare: Ich wünsche mir ein Fan-Treffen. Und dahinter schreibt ihr bitte so grob die Richtung, wo ihr herkommt. Also es muss natürlich nicht direkt euer Ort sein, wo ihr wohnt, sondern nehmt einfach die nächste Großstadt, die nicht so weit von euch entfernt ist. Und dann werde ich versuchen, irgendwo in der Mitte von all diesen Leuten einen Ort zu finden, wo ein Fan-Treffen stattfinden könnte. Genau. Ja, wie gesagt, da eben in diesem Live-Video nur zwei Personen waren, die jetzt dieses Fan-Treffen gerne haben wollen, haben wollten, die würde ich dann privat einfach anschreiben, weil wir haben sowieso Privatkontakt. Und dann würde ich mit den beiden einfach mal was unternehmen, wobei ich bei der einen weiß, dass bei der ganz schön viel gerade los ist. Und bei der anderen ist es auch gerade so ein bisschen. Deswegen, mit denen würde ich privat einfach sprechen. Ihr wisst, wen ich meine, ihr Mäuse. Und ja, für alle anderen gilt: Wünscht ihr euch ein Fan-Treffen? Unten in die Kommentare: Ich wünsche mir ein Fan-Treffen und ein Ort dahinter, damit ich so ungefähr einschätzen kann, wo denn am besten das Fan-Treffen stattfinden kann. Ich werde es sicherlich nicht hinkriegen, dass jeder den gleichen Anfahrtsweg hat, aber man kann es ja wenigstens ein bisschen versuchen. Okay, ihr Lieben. Ja, ich denke, das war es jetzt mit Infos. Wie gesagt, wegen der Verlosung werde ich, denke ich, am Wochenende ein Live-Video machen. Das werde ich, glaube ich, aber auch vorher ankündigen, dass ihr dann vorher schon mal eine Info bekommt. Dann und dann kommt ein Live-Video zu dem und dem Thema. Entschuldigt bitte mit diesen Live-Videos. Ich kriege es immer nicht ne? Ich kriege es immer nicht hin, weil irgendwie ich drücke dann auf Streams starten und dann sehe ich bei mir aber noch nicht, also bei mir im YouTube sehe ich diesen Stream noch nicht. Und bei OBS läuft der Stream aber schon. Und das dauert bei mir immer ein paar Minuten, bis ich es wirklich hinkriege. Also wenn dann ein Video anfängt und direkt gleich wieder beendet sein sollte, dann regt euch bitte nicht auf. Es wird dann direkt danach auf jeden Fall wieder eins gestartet werden und ich kriege es dann auch hin, meistens beim zweiten Anlauf. Ich werde es aber diesmal versuchen, beim ersten hinzubekommen. Ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, wie das funktioniert, wenn ich ein geplantes Video mache und ob ich dann da einfach reingehen muss und dann dort quasi online bin. Da muss ich selber mich nochmal irgendwie reinfuchsen. Das Problem ist, man kann es halt nur machen, wenn man tatsächlich online geht. Also dann kann man es auch nur testen. Und ich habe es schon mal versucht zu testen und irgendwie kam dann, oh, das war aber ein kurzes Video oder das war aber ein kurzer Auftritt oder irgendwie sowas. Ja, sorry. Wie gesagt, ich kriege es halt einfach irgendwie nicht geschissen, da direkt live zu gehen und dann zu sehen, dass ich jetzt auch wirklich online bin. Okay, ihr Lieben, so, das war's von mir mit meinen ganzen Infos. Ja, ich hoffe, dass viele von euch bei dem Live-Video dabei sind und dann eben auch an der Aktion sich beteiligen. Ich glaube, ich werde euch nicht wirklich was abverlangen. Also, ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Ich habe so zwei Ideen und von einer von beiden werde ich mich entscheiden. Seid dabei am Wochenende live und ich sage Tschüss, bis dann.
to